Hallo meine Lieben, ich begrüße euch hier ganz, ganz herzlich beim Liebesreading bei Cosmic Matrix und lass uns zusammen schauen, was die geistige Welt uns hier für Energien in die Karten schickt. Wir haben ja hier für euch drei Konstellationen, also du kannst zwischen drei Möglichkeiten eine auswählen und für dich und deinen Liebespartner oder deine Liebespartnerin einmal reinfühlen und schauen, was da kommt. So, ich schaue mal noch. Ich habe da eine Kerze an, dass wir die sehen. Da ist sie. Genau, dann habe ich für uns noch hier oben einen schönen Rosenquarz dabei. Und hier haben wir noch so einen anderen schönen Stein hoch dabei. So. Okay, dann starten wir ins Reading hinein. Heute Abend ist Heilkreis. Ich freue mich schon voll drauf. Und die Sonne scheint. Das ist das beste Sommerwetter gefühlt. Richtig heiß bei mir in der Wohnung. So, es geht los mit diesem Reading. Ich erzähle dir erstmal, was ich hier aufgebaut habe. Bei dem einen Stein ist was abgebröselt. Der ist mir neulich runtergefallen. Und zwar, hier oben haben wir wie immer die übergeordnete Botschaft für alle. Dann haben wir hier den ersten Stapel, den ersten Strang mit einem blauen Stein, mit einem blauen Achat. Den zweiten Strang haben wir hier mit dem Magnesit. Und den dritten Strang haben wir mit einem grünen Achat. Ich zeige euch auch nochmal die Steine von nahem. Blauer Stein, blauer Achat, Magnesit und grüne Achat. Zwischen denen kannst du auswählen. Und damit du da ganz aus deiner Intuition herauskommst, weil das ist das, was wir immer mehr schulen dürfen, unserer Intuition zu vertrauen, kannst du gerne mit mir mitmachen, wenn du magst. Sonst sind Zeitmarken in die Videobeschreibung gesetzt, dann kannst du auch zu den Stapeln dann hinhüpfen, ne? Genau, für alle, die Lust haben, sich mit einzutunen. Genau, nochmal an alle Frauen. Einen schönen Muttertag, hoffe ich, hattet ihr gestern. Ja, alles Liebe von mir auch, von Frau zu Frau. Und an alle Mütter dieser Welt und an alle Frauen überhaupt. Ich sehe es nicht nur auf Mütter bezogen, sondern auf das Weibliche. Dass wir das Weibliche wieder ehren und unterstützen und auch wissen, ja, wie wunderbar das Weibliche ist. Und es ist in uns allen, ja, ob du jetzt Mutter bist oder nicht. Es ist in jedem von uns, auch wenn du Mann bist. Ja, oder dich eher männlich fühlst. Jeder hat das Weibliche und das ist eine ganz wunderbare Kraft, die in der neuen Zeit, in der wir jetzt schon sind, immer wichtiger wird und immer mehr gewürdigt wird, weil aus diesem weiblichen Raum ja das Göttliche geschöpft wird. Ja? Aus dem Nicht-Manifesten, aus dem Unsichtbaren, was auch zutiefst weiblich ist, wird etwas in diese Welt gebracht. Und deswegen ist es so wichtig, weil wir wollen ja die neue Welt hier auch immer mehr hingebären. Und deswegen wünsche ich euch allen nochmal einen schönen Muttertag in dem Sinn. Ja, dass du das Weibliche in dir ehrst. Ja, für alle, die sich mit eintunen wollen, setz dich doch mal aufrecht hin. Schließ für einen kleinen Moment deine Augen. Mach den Rücken gerade. Und lass uns so zwei, dreimal zusammen tief ein- und ausatmen. Und dann kannst du deinen Stapel aus dieser Ruhe, aus diesem Atem wählen. Genau, atme mal ganz tief durch die Nase ein. Eine Qualität, eine Energie, die du jetzt für dich möchtest. Atme tief ein. Halt die Energie so ein bisschen bei dir drin. Und dann atme durch den Mund aus und lass nochmal gehen, was gehen darf. Gib dem einfach eine Absicht, eine Energie jeweils. Und dann atme nochmal ein, was jetzt in deinem Leben viel mehr werden darf, wovon du mehr Energie willst. Lass die Energie kurz bei dir. Es ist auch gut, den Atem halten zu können. Und dann lass los, öffne den Mund, löst die Schultern, lass los. Und lass uns noch ein drittes Mal machen. Davon atme tief durch die Nase ein, eine dich nährende Qualität. Lass es bei dir. Und dann atme alles aus.
durch den Mund. Und wenn du jetzt magst, bleib so sitzen, lass die Augen geschlossen, atme weiter durch den Mund ein, durch die Nase aus und lausch nach innen, ob der blaue, der weiße oder der grüne Stein oder Stapel 1, 2 oder 3 sich vor deinem inneren Auge melden. Oder wie auch immer sie sich bemerkbar machen wollen. Ich berühre die Klangschale jetzt. Es geht los. Und dann nimm den letzten abschließenden wunderbaren tiefen Atemzug. Und lass die Luft noch mal ein bisschen bei dir drin. Halt die Energie für dich. Und beim Ausatmen öffne langsam die Augen. Schau, wo der Blick hingeht. Da befindet sich deine Info. Ja, da kannst du darauf vertrauen, dass du da richtig geführt wirst. Okay, dann kommen wir mal ins Reading hinein. Wir starten mit der übergeordneten Botschaft für die ganze Woche. Und es geht los mit einem Gebet von Jesus. Und alle Karten, sowie die Links zu mir, wenn du ein Reading möchtest, findest du unter dem Video in der Beschreibung. So, der Jesus spricht uns ein Gebet. Und er sagt, er wird uns nicht mit unseren Bedürfnissen zurückgelassen. Er wird zu uns kommen. Ja. Also wenn du etwas bedarfst, wenn du einer Sache bedarfst, wenn du Unterstützung, Hilfe brauchst, dann richte dich im Gebet an Jesus. Denn er wird kommen und dafür sorgen, dass du es erhältst. Ja, nochmal wichtig, die Ausrichtung, das Gebet. Und auch immer wieder dran zu denken, ja, die geistige Welt unterstützt mich, sie ist da. Und sie einzuladen. Dann sind zwei von Jesus gekommen. Und hier kommt nochmal, hier ist er der Schäfer mit den Schafen auf der Weide. Und hier kommt, suche und du wirst finden. Ja. Suche und du wirst finden. Also tatsächlich, was ich hier rausspüre, ist, es ist im Moment wichtig, auch gerade wenn wir hier im Liebesreading sind, was ist das Thema, was du gerade hast in deiner Beziehung und richte dich da ganz klar aus und sag dem Universum, sage Gott, sage Jesus und aus deinem Herzen heraus, was du dir wünschst. Ja, vielleicht weißt du, was dich stört, das wissen wir ja meistens und die Sache ist aber, in Lösungen eher zu denken und was ist es denn, was du jetzt mehr brauchst, um dich wohlzufühlen? Was brauchst du? Und dann schick es raus, es wird gehört und es wird sozusagen aufgenommen und du bekommst Unterstützung. Dann haben wir hier ein, wie heißen diese Karten gleich? Moment. Ich muss schon schauen, Schlüssel zu höheren Welten, ein Energieschlüssel. Wir schauen mal, was da runterkommt. Hier kommt die Hohlerde zu uns. Das ist der erste goldene kosmische Schlüssel. Und man sagt ja auch, die Erde gebiert sich neu. Ja, alles auch in unserer Wahrnehmung gebiert sie sich neu. Vielleicht ist auch alles schon da, nur wir können es noch nicht wahrnehmen, ja, weil es gibt ja genügend mediale Leute, die Hohlerde schon anvisieren können und sagen, sie ist da. Vielleicht gebiert sich ein Stück weit auch in uns neu, dass wir neuen Zugang dazu bekommen, ja. Also die Hohlerde, ich lese dir gerne mal vor, was hier steht und du kannst mal spüren, was es in dir berührt. Vielleicht gibt es nämlich in dir drin auch Räume, die du nicht kennst, in deiner Weiblichkeit. Die Hohlerde ist ein energetischer Raum und ein kosmisches Chakra hier auf der Erde. Hier befindet sich das siebendimensionale Paradies, das den göttlichen Bauplan für unseren Planeten wirkt, in dem alles Wissen der alten Zivilisationen enthalten ist. Jede dieser Zivilisationen bewahrt einen Schlüssel zu den universellen Energien. Das Licht der Sterne tritt durch 12 Schlüsselportale in die Hohlerde ein und fließt in die große Kristallpyramide in ihrem Inneren.
Und dann strömt es durch die Ley-Linien, ja, die kennst du vielleicht auf der Erde, diese Energielinien, die alles miteinander verbinden und weiter zu den Aufstiegsgestirnen Plejaden, Sirius, Orion und Neptun. Also du siehst, wie wichtig die Hohlerde ist, auch für unseren Aufstieg, wie alles miteinander verbunden ist. Was ich jetzt noch spüre, ist, wie ich schon sagte, dass es in dir auch Bereiche gibt, die du noch nicht kennst, die jetzt entdeckt werden, die immer mehr gesehen werden wollen. Und dass auch natürlich in dir alles verbunden ist, alles mit allem. Von daher, wie findest du den Zugang zu deinen inneren Heilräumen? Wie findest du den Zugang zu deinen inneren Schätzen? Hier ist auf der Karte noch für dich ein Schlüssel gegeben. Stimm dich auf den Bauplan des Planeten ein, für alle Lichtarbeiter unter euch, ja? Und die anderen dürfen es gerne auf sich selbst übertragen, ja? Stimm dich auf dich selbst ein, ganz tief. Ich kriege, dass die Hohlerde und die Erde selbst wie so eine Verbindung hat zu unserem Körper. Und dass wir das in uns auch erleben, was gerade auf der Erde passiert. Genau, das bekomme ich hier gerade für uns durch. Dann haben wir noch eine lemurische Karte. Was kommt denn da? Ui, schau mal, das ist ja wundervoll, wo wir hier im Liebesreading gerade sind. Hier kommt, dass ihr seelenverwandt seid. Also du und die Seele, die du da praktisch wahrscheinlich hier in deinem Liebesreading im Herzen trägst, ihr seid seelenverwandt. Du siehst, wie ihr in einem großen kosmischen Herzen schwingt, wie Gott ja, und auch die Fülle des Universums bei euch sind, wie alles gehalten und getragen wird in diesem Universum. Also da tut sich ganz viel. Ich lese euch auch ganz gerne von der Christina Soraya dazu den kleinen Satz vor, den sie immer gechannelt hat, der oben drüber steht, zum Thema Seelenverwandt. In allen Farben erleuchtet nun dein Seelenkleid, Geborgenheit und tiefes Vertrauen zeigen dich offen. Deine Anmut und dein Licht steigen in bedingungsloser Liebe immer höher in dir wieder auf, in hingebungsvoller Zweisamkeit und Mehrheit im Wir, deiner Seelenfamilie vereint. Vertraue in die göttliche Einheit, so ist es, Soham. Ich habe das Gefühl, das knüpft so ein bisschen an die Tagesbotschaft gestern an. Da hatten wir, alles ist eins, glaube ich, hieß die Botschaft, Einheit. Und es war ganz spannend, als ich mich gestern Abend hingelegt habe in meinem Bett, waren ganz viele von meinen Seelenverwandten, wovon auch schon sehr viele auf der anderen Seite sind, ganz, ganz nah. Und da ist mir so eingefallen, natürlich kann man dieses Alles ist eins auf seinen Liebespartner übertragen, aber natürlich auch auf die Menschen im Jenseits sozusagen, die auf der anderen Seite des Schleiers sind, die wir jetzt nicht mehr sehen und umarmen können. Die waren plötzlich so präsent und so nah. Und da sind bei mir auch einige Seelenverwandte dabei, das weiß ich. Jetzt schauen wir hier im Liebesreading, schau, auf was du es beziehst, ja. Wo hast du deine Seelenverwandten, mit wem fühlst du dich so eins? Und ihr werdet wieder vereint. Das heißt, die Schleier werden auch immer dünner und wir werden immer wieder mehr wahrnehmen können, wie wir noch mit ihnen verbunden sind, mit allen. Ja, und so wünsche ich euch das natürlich auch hier in eurer irdischen Liebesbeziehung, dass ihr euch verbinden könnt. Schauen wir jetzt mal nach, was da kommen mag. In Stapel 1, wenn du den hast mit dem blauen Stein, dann bist du jetzt an deine erste Botschaft für heute. Geht mit der Liebe direkt los. Und da kommt, dass ein Seelengefährte ganz nah bei dir ist. Und tatsächlich zeigt sich mir jetzt nochmal diese Wahrnehmung, dass du in dir neue Räume erschließt mit den Energien, die uns jetzt zur Verfügung stehen, des Aufstiegs. Und dass du so auch nochmal viel mehr die Zugänge hast, ja, wer denn in deinem Herzen ist und wem du nah sein willst. Und da geht ganz viel auf, es geht ganz viel wieder in eine neue Wahrnehmung hinein. Ja, also dein Liebespartner, ich kriege das auch als was sehr Spirituelles rein hier. Ja, also dir wird nochmal so richtig bewusst, wen du liebst und wem du im Herzen trägst in dieser Woche. Du spürst da eine ganz dichte Verbindung. Ja, es wird jetzt doppelt unterstrichen. Wir hatten ja eingangs auch die Karte, seelenverwandt seid ihr. Ihr seid eigentlich wie eins, ne? Dann haben wir eine Botschaft von Lilith.
Und Lilith sagt, alles wertfrei zu sehen, das Thema Wertfreiheit. Einfach mal vielleicht den anderen nicht als etwas Äußeres betrachten, sondern dir auch darüber klar werden, dass der andere du bist, ja. Alles wertfrei mit bedingungsloser Annahme sehen, in dein Herz hineinlassen, die Liebe groß werden lassen, einfach ohne zu werten. Das ist auch ein Schritt der Weisheit und da gehst du jetzt immer mehr hin, alles mit neuen Augen zu betrachten. Dann haben wir hier fürs innere Kind eine von diesen süßen Cherubinengeln, diese kleinen, knuffigen, für dein inneres Kind kommt. Stell dir doch einfach immer wieder vor, wie du schon glücklich bist. Ja, dein inneres Kind braucht es, dass du das so abholst. Stell dir immer wieder vor, wie du glücklich bist. Das heißt, richte dein Bewusstsein nicht auf den Mangel aus, sondern auf die Fülle. Ja, es ging ja auch darum, dass du Jesus sagst, was du brauchst und richte dein Bewusstsein viel mehr in dieses Fülle-Denken hinein. Ja, auch alles, was du hier in der Beziehung brauchst, in deiner Seele, was da alles heil werden darf, immer wieder dahin gehen, wie soll es denn eigentlich sein? Stell dir vor, du bist schon glücklich. Das macht auch dein inneres Kind glücklich. Jetzt schauen wir bei deinem Gegenüber rein. Da kommt von der Liebe her das Thema Hochzeit oder Hochzeit. Also auch du bist deinem Geliebten, deiner Geliebten, deinem Partner, deiner Partnerin sehr, sehr wichtig. Es rutscht auch im Herzen immer mehr zusammen. Ich habe das Gefühl, da passiert auch ganz viel hinter den Kulissen. Ich würde sagen, hätten wir jetzt nochmal die Karte Seelengefährte gehabt, hätte die hier auch liegen können. Ich habe das Gefühl, ihr spiegelt euch da ziemlich gut im Moment und sonst vielleicht auch. Alles wertfrei sehen, also das, was bei dir stattfindet, findet auch bei deinem Gegenüber statt. Du bist da sehr im Herzen drin, es ist eine große Geborgenheit, ihr fühlt euch tatsächlich wie verwandt. Und vielleicht kennt ihr euch als Seelen auch schon sehr, sehr lange. Das ist möglich, dass ihr euch miteinander wie zu Hause fühlt. Ja? Und dann haben wir noch eine Karte für die Liebe von deinem Gegenüber. Das Potenzial, die Liebe zu sein, das ist jetzt aktiv. Also da die grünen Karten sprechen immer auch so von Heilung, von so einer neuen Energie, die jetzt aufkeimt. Also die Liebe sein, einfach sich öffnen für die Liebe, es wieder fließen lassen. Und da habe ich auch das Gefühl, das geschieht sowohl bei dir wie bei deinem Gegenüber. Einfach die Liebe fließen lassen, so wie du bei dir landest, in deinen inneren Räumen, dir da Ruhe nimmst, dir deine Bedürfnisse klar wirst und sie spürst und auch ins Fülle-Denken gehst. Und so spiegelt sich auch ein ganz neues Fühlen und Erleben und Erwachen bei deinem Gegenüber. In Bezug auf die Liebe, in Bezug auf dich. Und dann haben wir eine Botschaft noch von der Seele an dich. Weil ich dich liebe, will ich jeden Moment neu und einzigartig sein lassen. Also da ist so ein großes Loslassen geschehen. Es gibt eine Erleichterung, es stellen sich neue Denkweisen ein. Es wird ja richtig wundervoll für euch. Ihr verlasst ausgetretene, ausgelutschte Pfade, die keine Freude mehr bringen und ihr betretet zusammen ein neues Terrain, ein neues Gebiet wird erforscht, so wie wir vielleicht die Hohlerde irgendwann alle kollektiv entdecken, im großen Massenbewusstsein und auch da neue Räume erforschen, so findet es in uns im Kleinen auch statt. In dem Sinne, klingt ganz wunderbar, wünsche ich euch eine wundervolle Woche. Nehmt die Gebete mit, den Jesus mit und wisset, es ist alles miteinander energetisch verbunden und nichts geht verloren. Ja, die Fülle ist durchaus immer da. Alles Liebe und dann komme ich schon zum nächsten. Wenn du den Magnesit gewählt hast, dann bist du jetzt an. Schauen wir mal, wie es losgeht mit der Liebesbotschaft bei dir. Deine erste Karte für die Liebesbotschaft ist, auch du erneuerst dich jetzt. Ja, was bei dir herausgeht, ist die Angst. Es kommt eine ganz neue, helle, lichte Energie herein und dir wird auch klar, immer mehr vom Bewusstsein, dass du Angst hattest und dass die Angst aber auch die Liebe blockiert. Das ist wie so ein Erkenntnisprozess, wie alles zusammenhängt in dir, spüre ich hier.
Also es arbeitet auch in dieser Woche sehr stark. Nimm dir auch wirklich immer wieder Räume, wo du nach innen spürst. Wie ich schon am eingangs erklärte, dieses Hohlerde-Portal, das ist etwas in dir. Wie ich euch wahrnehme, ist die Erde wie ein Abdruck in dir. Und in dir gibt es sozusagen auch ganz magische Zugänge und einen Raum von Liebe, den du noch nicht erforscht hast, den du noch erforschen darfst. Und da darfst du auch ganz ja, wertfrei und ohne Angst hineingehen, weil da etwas ganz Wundervolles auf dich wartet. Die Lilith ist dabei und sie sagt zu dir, ja, das Bewusstsein, ich habe schon gesagt, das Ganze spielt sich im Bewusstsein ab, habe ich hier eingangs schon so gefühlt. Dir wird sehr viel klar, also es strömen viele Infos in dieser Woche rein. Dein Kronenchakra ist da sehr aktiv und du kannst das unterstützen durch Meditieren, durch Ruhe, durch Zeit in der Natur. Da kannst du wirklich viele neue Erkenntnisse bekommen, weil jetzt ganz großes Licht hierher unterwegs ist, sehr hohe ja, Schumann-Frequenzen, Sonnenaktivitäten, was wir alles haben, Mondfinsternisse. Also die Planeten aktivieren uns. Es ist ja gar kein Stopp und keine Pause, sondern die wunderbaren Sonnenenergien in dieser Woche. Du wirst immer mehr verstehen, wie du dich selbst öffnen darfst. Und schau mal, vielleicht lacht dich denn da auch was im Außen an, wo du sagst, da kann ich mein Bewusstsein noch mehr aktivieren. Das unterstützt das und eine Technik, irgendein Buch, irgendein Workshop oder so. Fürs innere Kind habe ich auch einen Impuls gezogen. Und da kommt, was dich unterstützt, ist künstlerisch sein. Kunst, also du vergisst tatsächlich die Zeit und den Raum und alle Gedanken, wenn du kreativ bist. Sei das jetzt musizieren, malen, was auch immer, Handarbeiten, dann vergisst du alles. Und in diesem Raum kannst du dich auch neu entdecken. Das ist wie so eine heilige Entspannung, Meditation. Und das ist so wichtig, dass du das tust, weil da auch dein Bewusstsein immer ein Stück weitergeht. Ja, alles, was dir hilft, kreativ zu werden, kannst du jetzt nochmal vermehrt tun. Die kreative Kraft will gelebt werden. Das macht auch dein inneres Kind glücklich. Ich habe diese Cherubim-Karten so genommen. Was möchte dein inneres Kind? Es möchte mehr so freies Spiel und kreativ sein und nicht so viel denken und den eigenen alten Gedankenspiralen nachhängen. Ein bisschen auch Flexibilität und Lebensfreude wieder einladen, sagt dein inneres Kind für diese Woche. Das Wetter ist ja super, da kannst du bestimmt was Tolles machen. Schauen wir mal bei deinem Gegenüber. Da kommt bei der Liebe bei deinem Gegenüber, ja, dein Gegenüber hat im Bewusstsein und im Herz, dass du die wahre Liebe bist. Das wird jetzt auch ganz, ganz klar und eindeutig. Das lässt sich auch nicht länger wegleugnen. Du bist die wahre Liebe deines Gegenübers und er oder sie empfindet auch ganz tiefe Liebe für dich. Und das wird in dieser Woche auch noch mal so richtig bewusst. Wundervoll. Dann haben wir als weiteren Hinweis die Hingabe. Also da kriege ich schon so eine, auch eine erotische Energie, aber auch eine Hingabe an diese Tiefe der Gefühle, an das Fließen lassen der Gefühle und das alles zulassen und nicht weiter kontrollieren wollen. Also auch die Ekstase, die Freude, die Liebe, alles möchte fließen und das fließt jetzt auch immer mehr. Da ist auch nicht mehr so viel Kopfenergie dabei. Es gibt mehr diese Erlaubnis zur Lebensfreude wieder zurück und sich auch vielleicht teilen wollen, mitteilen wollen, in die Einheit gehen wollen. Das ist so diese Energietendenz, die ich hier spüre. Also ganz schön, weil wir hatten das ja vor 2 Wochen, hatten wir ja noch eine ganz andere Energie da. So, dann haben wir jetzt für dich, weil ich dich liebe, kann ich dich voll und ganz deinen Weg gehen lassen, egal ob er mir gefällt oder nicht, es ist dein Weg. Ja, auch so ein tiefes Vertrauen und so ein Loslassen. Und das ist auch Liebe, das gehört auch dazu. Ja, dass man dem anderen vertraut und dem Leben vertraut und sich hingibt und weniger in die Manipulation und in die Angst geht. Also ich kriege, dass sich da viel gelöst hat und viel Neues am Entstehen ist. Auch wenn du es vielleicht noch nicht an der Oberfläche siehst, es entsteht viel Neues.
Und du kannst das unterstützen, indem du dich ganz tief deinen inneren Räumen zuwendest. Ja, und dieses, was in der Erde die Hohlerde darstellt, was wir jetzt noch nicht physisch vielleicht wahrnehmen, aber erahnen und immer mehr Leute spüren, diesen Raum gibt es, wie gesagt, auch in dir, einen heiligen inneren Raum, der aber die Oberfläche mit Energie versorgt und mit allem zusammenhängt. Und der darf jetzt auch erforscht werden. Und ich wünsche euch beiden eine wundervolle Woche. Macht es gut und ich komme schon zum nächsten Stapel. Wenn du diesen Stein gewählt hast, dann bist du jetzt an. Okay, dann sind wir bei dir und schauen mal nach, was deine Liebesengel sagen. Und mich schaut jetzt gerade noch, bevor ich sie umdrehe, weil ich gerade auch bei diesen Cherubim-Energien bin, und schaue mich hier zum ersten Mal so richtig intensiv diese ganz kleinen Engel an, die hier bei euch sind und euch beschützen und dass ihr nie allein seid. Ich weiß nicht, ob ihr sie sehen könnt, da sind zwei so ganz zauberhafte kleine Engel im Hintergrund. So, und die sind bei euch und auch hier sind die vorhanden hier oben. Und sie sagen, ihr lernt euch jetzt noch viel besser kennen. Also in all euren Facetten lernt ihr euch jetzt besser kennen, weil ihr selbst mehr wahrnehmt, wer ihr seid, weil du mehr Mut hast, dich selbst zu spüren und auch offen zu zeigen und auch dein Gegenüber sich vielleicht dann nochmal neu entwirft und ihr erstmal neue Facetten jetzt aneinander entdeckt. Entweder habt ihr euch sowieso gerade erst kennengelernt oder ihr seid einfach nochmal wie auf Reset gesetzt worden und werdet gerade neu umstrukturiert, umgebaut und denkt so, ah, diese Seite kannte ich gar nicht an ihm oder an ihr. Wow, das ist ja total bereichernd und interessant oder so ein Wow halt, ne? Und das kann auch in dir stattfinden, dass du jetzt neue Räume erschließt und dich dann anders empfindest, anders ausdrückst, anders kleidest, anders dich bewegst, was auch immer. Und das kann auch sehr faszinierend wirken, ja? Sich völlig neu zu definieren oder das alte Selbst gehen zu lassen. Da ist ganz viel passiert, das ist wundervoll. Von Lilith kommt der Impuls Wanderung. Ja, also ein altes Feld verlassen, sich auf einen Weg machen und ein neues Gebiet erkunden, passt ganz gut dazu, ja, herauszufinden, wer man ist auf einem Weg und wer man nicht ist und was man auch hinter sich lässt und ja, wo führt die Wanderung einen hin, was sagt sie dir über dich? Kannst du dich selbst nochmal neu kennenlernen bei einer Seelenwanderung? Vielleicht hast du auch Lust zu einem Seelenspaziergang, wo du dich so ganz von innen führen lässt, wo will ich hin? Einfach mal mit dem Finger auf die Landkarte und wow, und da ist eine alte Ruine, da ist eine alte Burg, da ist so ein toller Berg, da ist so ein toller See oder da klopft mein Herz, oh, diesen Namen, wenn ich den schon höre. Vielleicht einfach mal so deine Seele entscheiden lassen, wo es hingeht und mal ganz neue Dinge machen, ganz neue Wege gehen, dich neu entwerfen. Irgendwie so eine Energie bekomme ich hier. Vielleicht willst du auch auf eine Weltreise gehen. Ich weiß, dass jetzt einige auf eine Weltreise sind. Die liebe Thaisa zum Beispiel düst gerade mit ihrem Wohnmobil herum. Und das kann ja auch so eine Welle sein, die ansteckend ist, dass man einfach sagt, ich entrümpel alles und habe nur noch zwei Koffer und los geht's. Irgendwohin, das ist auch eine Energie, wo man sich ganz neu entwirft und neu kennenlernt und alle alten Glaubenssätze hinter sich lässt. Ja, wie innen, so außen. Jetzt haben wir noch was fürs innere Kind bei dir. Da kommt, dein inneres Kind sagt oder die kleinen Engel sagen zu deinem inneren Kind, dass du schon immer die Gabe hattest, ja, Energien wahrzunehmen und zu fühlen. Das ist ein Geschenk der geistigen Welt, ja. Und wenn du damit mehr machst, wenn du dich so ganz intuitiv führen lässt, das ist auch eine tolle Bereicherung, wenn du dich traust, das zu leben und auch in deine Beziehung einfließen zu lassen und immer mehr dazu zu stehen, dann wirst du auch nochmal Leute anziehen, so Seelenverwandte, die genau auf diesem Level schwingen und
Ja, da kann ganz viel Wunderbares passieren. Jetzt schauen wir mal bei deinem Gegenüber rein. Da kommt für die Liebe das Thema Vertrauen. Ja, dir Vertrauen, sich selbst vertrauen, dem Leben vertrauen. Das ist jetzt so ein Thema. Die Situation fordert deinen Liebsten, deine Liebste auf zu vertrauen. Ja, vielleicht ist bei dir gerade ein großer Wandel im Gange und deinem Gegenüber schlackern vielleicht die Ohren und er kommt gar nicht hinterher. Was ist denn hier los? Ich kenne sie nicht mehr. Was geht hier vor? Genau, und da braucht es dann vielleicht Vertrauen. Wenn jemand gerade in der Transformation ist, weiß und noch auf einem Weg ist sozusagen, dann weiß man noch nicht, was kommt am Ende bei raus. Und es braucht einfach dieses Loslassen und nicht kontrollieren, einfach das Vertrauen. Genau, das sagen die Engel, das ist jetzt wichtig, Vertrauen zu haben. Und die Liebeskarten sagen, hey, ich habe Lust auf dich. Ja, wenn sich jemand verändert und sich neu entwirft, sich neu kleidet oder ganz andere Dinge tut, das macht unglaublich interessant. Wenn sozusagen nicht immer das Gleiche passiert. Und da ist jetzt große Lust hier bei deinem Gegenüber. Vielleicht probiert ihr auch neue sexuelle Wege aus. Auch das ist ja eine Möglichkeit, wie man da auf ja, neue, was weiß ich, Techniken, vielleicht erobert ihr was Neues, vielleicht reist ihr gemeinsam spirituell, irgendwas Neues passiert bei euch. Wenn es jetzt noch nicht da ist, dann wird es sich zeigen demnächst. Und die Lust ist auf jeden Fall da. Also die körperliche Vereinigung, ja, die Erotik, die Sinnlichkeit, alles steht hier im Feld. Das passt ja auch gut zum Mai. Okay, dann vom Herzchen deines Gegenübers an dich, weil ich dich liebe, bin ich aufrichtig und sage, was ich brauche und was ich geben möchte. Ja, wundervoll. Ja, ich habe das Gefühl, bei euch bricht hier auch eine ganz neue, wundervolle Zeit an. Ich wünsche es euch, dass der Mai tatsächlich euch erneuert mit seinen wundervollen Energien vom Kosmos, von den Planeten, von überall her. Ja, nehmt es Neue in euch auf und wenn ihr irgendwie Unterstützung möchtet auf eurem Weg, ich begleite euch auch gerne mit Energiearbeit, mit einem Reading, schau auf meine Webseite, wie auch immer. Ich begleite euch auch gern mit Yoga online. Ja, genau. In dem Sinne wünsche ich euch alles, alles Liebe, eine wundervolle Liebeswoche im Mai und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut!